Hallo, willkommen beim neuen Video von Larry's Truck Shop. Im heutigen Video stelle ich euch den Ram 1500 mit einem 6 Zoll BDS Rennfahrwerk vor. Das Besondere an diesem Fahrwerk werde ich euch im Laufe des Videos noch erläutern. Wir haben das Video eigentlich schon im Sommer gedreht, allerdings aufgrund von der aktuellen Corona-Situation und der schlechten Lieferfähigkeit wollte ich das Video eigentlich gar nicht vorher veröffentlichen, bevor wir nicht auch hergehen können und können solche Fahrzeuge umbauen für euch. Und somit sind wir jetzt im Winter schon fast. Und ja, aber dann könnt ihr euch ja so ein Fahrwerk einfach mal unter den Weihnachtsbaum legen beispielsweise. Das Besondere an diesem Fahrwerk zeige ich euch mal am besten hier aus der Nähe. Fangen wir gerade mal mit den Rädern an. Aktuell habe ich jetzt hier auf dem roten den Winterradsatz montiert, ist eine 18 Zoll Felge mit einem 35 12,5 18 Reifen. Im Normalfall fahre ich hier einen 37er Reifen auf einer Bidlock Felge. Und der weiße Ram wiederum hat die 22 Zoll Felge mit auch einem 35 12,5 22 montiert. Vorne haben wir ein Gewindefahrwerk mit bereits ab Werk vorgespannten Eibach Schraubenfedern sowie dem absoluten Highlight, einem Fox-Dämpfer mit einem externen Druckspeicher und verstellbarer Druck- und Zugstufe verbaut. Das ist der sogenannte Dual Speed Compression. Ihr könnt hier mit diesem Rädchen einmal 12 Klicks nach oben stellen, jetzt für den High-Speed-Bereich, oder 10 Klicks nach unten für den Low-Speed-Bereich, was absolut für eine super Traktion sorgt, auch im wirklich harten Gelände. Des Weiteren sind hier auch verstärkte obere Dreieckslenker verbaut. Die sind wiederum auch abschmierbar, das heißt, ihr könnt hier oben den Deckel runterdrehen und könnt entsprechend hier oben abschmieren. Und dann haben wir außerdem auch hier Stahlflexleitungen verbaut. Also hier ist wirklich alles verbaut, was man braucht, um wirklich ein hartes Gelände auch mal zu fahren. Was haben wir noch gemacht bei dem Auto jetzt oder bei den beiden Rams außer dem Fahrwerk? Wir haben angefangen bei beiden einmal hier vorne in den Grill integrierte LED-Leuchten eingebaut. Der weiße hat außerdem noch eine Leitbar hier hinterm Grill bekommen. Und beide haben die Verbreiterung mit angedeuteten Schrauben. Bei dem weißen Fahrzeug haben wir es in Wagenfarbe lackiert. Bei dem schwarzen halt abgesetzt. Entschuldigung, bei dem roten in schwarz abgesetzt, um einfach hier ein bisschen Kontrast noch zu bringen. Der weitere Unterschied jetzt der beiden Fahrzeuge ist der, dass wir bei dem roten Ram Verbreiterungen im Offroad-Style, also feste Trittbretter, montiert haben und bei dem weißen die elektrisch ausfahrenden Trittbretter. Kommt drauf an, was einem besser gefällt. Der Vorteil bei den elektrischen ist eben nochmal der, die ragen nochmal ein Stückchen weiter runter. Das heißt, man hat noch einen etwas bequemeren Einstieg. Dann haben wir bei dem weißen einen Überrollbügel montiert mit einer ausfahrenden Leitbar, also elektrisch ausfahrenden Leitbar. Und als Laderaumabdeckung haben wir hier ein Rollo-Cover. Das heißt, das rollt so nach innen rein. Ist eben das Manko. Das heißt, wenn man hier eine Laderaumabdeckung montieren möchte, empfehlen wir immer das Rollo-Cover, weil man das doch komplett nach vorne auffahren kann. Mit dem Faltcover funktioniert das nur bedingt. Das heißt, man kriegt nur das erste Element auf. Kommen wir mal zum Heck. Wir haben hier die Fox 2.0er Gasdruckdämpfer mit Schraubenfedern. Dann habe ich bei dem roten Truck montiert ein Ridgelander Cover. Das ist so ein Offroad Cover. Normalerweise ist hier noch ein Ersatzrad drauf. Bei dem Cover ist es halt so, das braucht man, damit man hier hochkommt. Das klappt sich eben so hoch. Da ist natürlich das Retrux Cover deutlich komfortabler zu öffnen, zu schließen.
Das Rollo-Cover gibt es übrigens auch in der elektrischen Variante. Einfach mit Knopfdruck fährt es auf und zu. Wer sowas gerne haben möchte, bei dem Cover ist es jetzt halt hier wiederum so, hier kann man alles Mögliche montieren, angefangen von einem Dachzelt, Räder. Es gibt einen Korb bzw. Körbe in zwei verschiedenen Größen, wo man noch Gepäck montieren kann. Und wenn man diese Plattform, die jetzt hier auf dem Grundträger montiert ist, abmontiert, hat man hier auch noch eine Möglichkeit, Fahrradträger, Skiträger oder Ähnliches zu montieren. Diese Abdeckung hat man relativ flott mit zwei Leuten auch demontiert und kann dann eine Wohnkabine draufstellen. Wir haben ja zweierlei Wohnkabinen bei uns im Programm, genau genommen nein, drei Kabinen im Programm. Die Foka als Einsteigerkabine, die Royal Sport oder die Spartacus, den Pop-Up Camper, den Offroad Pop-Up Camper, den ihr auch in weiteren Videos von uns sehen könnt. Und das heißt, so kann man einfach mit der Kabine einmal mit der Familie gediegen in Urlaub fahren oder im Offroad-Bereich richtig Spaß haben.